Hallo, liebe Bonsai-Spielerinnen und Spieler, alle dazwischen, innerhalb und außerhalb. Willkommen auf meinem Kanal Bonsai für Anfänger. Ich bin der Holger aus der Steiermark und ihr seid die beste Community der Welt. Ja, einige von euch haben es im Dezember-Video schon ganz richtig erraten, um wen es bei dieser strategischen Partnerschaft für diesen Kanal und euch, um wen es da gehen könnte. Und heute bin ich wirklich mächtig stolz, euch präsentieren zu dürfen, um wen es sich da handelt und um was genau das jetzt für euch bedeutet und wie wir in Zukunft alle gemeinsam davon profitieren können. Dass so ein Kanal, so eine Partnerschaft geschlossen hat, das gibt es bisher noch nicht im deutschsprachigen Bonsai-YouTube-Bereich. Und ich bin da wirklich mächtig stolz darauf. Das hat viel Vorbereitung gebraucht und viel, ja, Gehirnschmalz musste da zusammenlaufen, wie man das einfach so installieren kann. Aber wir haben das geschafft und jetzt ist es einfach so, dass diesen Kanal noch mehr von den anderen Bonsai-YouTube-Kanälen unterscheidet, die es da so gibt. Ja, also, und mir geht es einfach darum, für euch als Community, für dich als Zuschauer und als Mitglied oder Abonnent von diesem Kanal wirklich das bestmögliche Erlebnis rauszuholen. Und das Bestmögliche ist in unserem Bereich natürlich zum einen die Qualität der Bäume, deswegen gibt es diese ganzen Tutorials hier auf diesem Kanal, aber es hat immer auch mit dem Geld zu tun. Sag mal ehrlich, Bonsai ist ein Hobby, was man sich leistet. Ja, das ist nichts, von dem man irgendwie ja, essentiell irgendwie bedroht ist, wenn es nicht stattfindet. Ja, also es ist wirklich ein Luxushobby. Und deswegen geht es immer auch um das Geld. Und das ist mir nun gelungen, halt da jemanden an meine Seite zu kriegen, der euch da bei dem Geld wirklich super Angebote machen kann, der euch bei der Kompetenz super Angebote machen kann. Und meine Rolle in dieser Dreierkonstellation zwischen dem Partner, euch und mir, so meine Rolle, sehe ich da eben als Sprachrohr auch für euch, ja, indem wir da im Austausch sind und natürlich auch als Sprachrohr von dem Partner an euch. Also wie so eine Art Briefkasten. Ja, um einfach das ja, so zu machen, dass das für alle ja, also eine Win-Win-Win-Situation ist. Um wen geht es bei diesem strategischen Partner? Also, Tusch, genauso einzigartig wie dieser Kanal und wie ich, so ist auch Black Label Bonsai ein ganz einzigartiges, junges Unternehmen, aus meiner alten Heimat in Deutschland, dem wunderschönen Niederrhein. Genau genommen sitzt Black Label Bonsai in Niederkrüchten. Das ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo ich damals das Gymnasium besucht habe. Viele meiner Klassenkameraden kamen aus oder kommen immer noch aus Niederkrüchten oder Umgebung. Ja, also ich bin da gut vernetzt in dieser Gegend. Habe selber mal ganz in der Nähe gewohnt, sogar eine Zeit lang. Und Black Label Bonsai ist auch derjenige, beziehungsweise der Geschäftsführer und Eigentümer von Black Label Bonsai ist auch derjenige, der den Großteil dieses Videos bestreiten wird. Die Fragen wurden von mir an Black Label geschickt. Sie wurden dann von Black Label als Interview oder als Video beantwortet, zurückgeschickt und ich habe das nun entsprechend zusammengebastelt zu einem zusammenhängenden Video. In dem Video geht es aber nicht nur um Black Label und um die Firma, sondern wenn ihr aufmerksam zuhört als Anfänger, erfahrt ihr unglaublich viele Tipps, ja, und kriegt wirklich wichtige Infos darüber, wie ihr eure Sammlung auf das nächste Level heben könnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und ganz am Ende verrate ich euch auch noch, wie ihr an ein 150 € Geschenkgutscheinpaket kommen könnt. Also wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich nicht. Lehn dich zurück und bereite dich auf ein Interview mit dem kreativen Kopf von Black Label Bonsai vor. Genieße es und wenn du Fragen hast, natürlich gerne in die Kommentare. Alle wichtigen Infos sind auch am Ende nochmal in der Videobeschreibung verlinkt und zusammengefasst. Wenn irgendwas unklar geblieben ist, einfach mich anschreiben in die Kommentare. Ihr wisst, kein Kommentar bleibt unbeantwortet. Und das führt mich gerade mal zu einer Anmerkung. Beim letzten Video hat ein anderer Bonsai-Creator, der Henrik, den kennen vielleicht einige von euch von seinem Kanal, einen Kommentar dagelassen, der
möglicherweise ein bisschen unglücklich formuliert war, ja, ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Hat er auch nachher zugegeben, dass er kommentiert hat, bevor er das Video überhaupt ganz angesehen hat und hätte vielleicht anders formuliert, wenn es anders gelaufen wäre. Es gab dann ein bisschen hin und her und ich bin dann auch ein bisschen ruppig geworden, weil ich das nicht mag, wenn man Kritik übt, die total ungerechtfertigt ist, nachweislich, ja, und im Anschluss auch zugegebenermaßen. Dann hat sich noch der Tomsai eingemischt und meinte irgendwie bei so einer Kneipenschlägerei, da bin ich gleich mal dabei, ja, und hat irgendwie Vorwürfe erhoben, die jeglicher Grundlage entbehrt haben. Ja, ich hätte ihm gedroht und solche Sachen. Ich glaube, dass wir Creator uns da alle, und da nehme ich mich nicht aus, ruhig nochmal an die eigene Nase fassen sollten. Und bevor wir Kommentare abschicken oder auf Kommentare reagieren, vielleicht nachfragen, wie das jetzt wirklich gemeint war. Und dann können wir in Zukunft, glaube ich, solche, ich sage jetzt mal, Eskalationen oder Kneipenschlägereien sicherlich vermeiden, weil das ist total unnötig und ja, macht ja auch keinen Spaß, gell? Ist einfach kein gutes Gefühl. Hallo, liebes Team von Black Label Bonsai. Vielen Dank, dass ihr euch für das Interview zur Verfügung stellt und ich starte direkt mal mit meiner ersten Frage, nämlich was bedeutet Black Label Bonsai? Wo kommt dieser Name her? Was verbirgt sich da für eine Geheimbotschaft dahinter? Und wie sah die Gründung von eurem Unternehmen aus? Ja, ganz interessante Frage. Also Black Label Bonsai, fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Der Name war wirklich einfach nur entstanden daraus zu sagen, okay, wir wollen irgendwie einen coolen Namen haben, wir wollen nicht unbedingt etwas Japanisches, wie das eben ganz häufig der Fall ist, oder das klassische Bonsai-Zentrum sein, und haben uns irgendwie gedacht, so für was könnten wir stehen, was ist irgendwo cool. Und dieses Black Label kennt man vielleicht von Spirituosen oder aber auch von irgendwelchen Angeboten. Und dieses Black Label ist halt häufig auch assoziiert mit hochwertigen Angeboten, mit hochwertigen Gegenständen oder Dienstleistungen. Und von daher haben wir gedacht, wir nennen uns Black Label Bonsai und benutzen aber auch ganz viel dieses BLB, unser Kürzel in der Kommunikation, einfach um ein bisschen anders dazustehen als andere. Ich glaube, wir sind auch ein junges, frisches Team. Von daher haben wir gedacht, wir nehmen irgendwie was Frisches, was Englisches und was irgendwie für Hochwertigkeit steht. Und so ist der Name dann geboren, nachdem wir auch einige Namen gebrainstormt haben. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Und es ist eigentlich eine ganz zufällige Geschichte. Also das Ziel war niemals, einen Bonsai-Laden aufzumachen, sondern das Ziel war einfach, das Hobby ein bisschen zu vergrößern, was möglich wurde dadurch, dass ich hier ein Haus auf dem Land gekauft habe. Wir haben ja fast 2000 Quadratmeter Grundstücksfläche und die müssen natürlich irgendwo gefüllt werden. Und dann war natürlich die Bonsai-Leidenschaft groß, auch das Koi-Hobby bei mir. Das heißt, ich wollte Koi-Teiche, ich wollte einen japanisch inspirierten Garten, ich wollte meine Bonsai-Ecke. Und kenne den René schon, also hier Betriebsleiter René. Ja, den kannte ich eben schon lange, wusste, dass er damit zu tun hat als Hobby, auch dass er ja, Ingenieur ist für Gartenbau, also in Baumschulen gearbeitet hat und dieses ganze Know-how hat. Dieses japanisch Inspirierte stand hier im Fokus und eben um diese 1000 Quadratmeter zu füllen, war dann irgendwann der Gedanke, auch was das eben für eine Arbeit bedeutet, Angebote eingeholt alleine für Teiche und so weiter. Und dann kam ich darauf, okay, dann wieso nicht direkt richtig machen, ein Geschäft daraus aufbauen und ja, eben viele Pflanzen hier zu haben, sich daran zu erfreuen, an Bonsai zu arbeiten, aber eben auch die Möglichkeit zu haben, eben dieses riesige Investment, was dann am Anfang steht, wenigstens irgendwann hoffentlich annähernd dann eben auch reinzuholen, beziehungsweise eben auch eine gesunde Null zu fahren. Das ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte und hier war alles von Baggerfahren über den Dschungel, der vorher da war, zu beseitigen. Also hier ist schon ganz, ganz viel passiert und wir haben auch einige Bilder bei uns davon im Social Media. Also wen das interessiert, wie das hier vorher aussah, der kann einfach gerne mal reinschauen und sich die Bilder anschauen. Welche Arten von Bonsai, welche Preisklassen bietet ihr an und was macht das Sortiment insbesondere für Anfänger, das sind ja die Zuschauer dieses Kanals, so attraktiv?
Also bei uns ist es so, dass wir wirklich Bäume von 4,95 bis knapp 6.000 € gerade hier haben. Das heißt, auch Anfänger, das ist sowieso so eine Frage, ja, was ist überhaupt ein Anfängerbaum? Habe ich mit Anfängerbäumen angefangen? Ich glaube nämlich nicht. Also es muss ja schon irgendwie gefallen. Und trotzdem gibt es natürlich pflegeleichtere Bonsai oder pflegeleichtere Baumarten als andere. Und bei uns ist eben interessant, dass wir eben diese komplette Range haben von auch günstigen Bäumen, günstigem Einstiegsmaterial, was eben häufig dann gefragt wird. Wir haben sowohl Rohmaterial als auch Premium-Bonsai, also wirklich die komplette Klaviatur. Und wir können natürlich auch individuell hier in der Beratung darauf eingehen, was ist überhaupt der Standort. Das entscheidet es ja schon. Ein Anfänger, also ich werde mit einem Baum, wenn ich den richtigen Standort habe, oder mit einem vermeintlichen Anfänger-Bonsai am falschen Standort schon Probleme haben. Also wir legen hier viel Wert auf die Beratung, auf den Service, egal ob man online kauft oder vor Ort, da kann man uns immer erreichen und wir haben auch den BLB Club jetzt gegründet. Das heißt, da gibt es nochmal attraktive Preise für Mitglieder, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, die dann eben in Rabatt umgewandelt werden. Was ja knapp 10% oder 10% eben Ersparnis dann pro Kauf hier verursacht. Und all das ist, glaube ich, dann entscheidend, warum wir ein guter Anlaufpunkt sind für Anfänger im Bonsai. Wie wählt ihr beim Einkauf die Pflanzen aus? Und gibt es auch Kriterien oder gibt es K.O.-Kriterien, dass ihr sagt, diese Pflanze ist zu uns geschickt worden, aber die verkaufen wir gar nicht? Gibt es sowas eigentlich? Also nicht zum Kauf angeboten werden sie definitiv dann, wenn sie nicht gesund sind gerade. Beziehungsweise wenn ein erfahrener Bonsaianer kommt und man sagt, hier ist gerade das und das Problem, das kriegen wir so und so in den Griff, dann kann man natürlich darüber reden, wenn es jetzt genau um diesen einen Baum geht. Aber natürlich steht die Gesundheit der Pflanze an erster Stelle. Dann bei der Auswahl ist es natürlich schon wichtig, ja, eine gute Qualität. Wir versuchen natürlich die bestmögliche Qualität für das gewisse Budget eben immer zu bekommen. Und da gibt es verschiedene Lieferanten und da kann es auch schon mal sein, dass man irgendwie bei 50 Bäumen eben 20 besonders gute erwischt und dann aber vielleicht auch 10, die so lala sind. Das Gute für den Kunden ist dann, dass die eben auch dann einfach hier bleiben und wir machen das schon so, dass wir auch weiter an den Bäumen arbeiten. Das heißt, die werden dann von uns zurückgeschnitten und brauchen dann vielleicht irgendwie 1, 2 bis 3 Jahre, um dann aber auch auf einem wirklich guten Niveau eben zu sein. Das heißt, wir kümmern uns dann auch hier wirklich um die Pflanzen, als wären das unsere eigenen Pflanzen in unserer Bonsai-Sammlung. Soweit es geht natürlich. Ich denke, der Hobbyist mit irgendwie 3, 4, 5 Pflanzen kann das noch mal intensiver. Aber wir sind da schon hinterher, jede Pflanze wirklich weiterzuentwickeln, jeden Bonsai die ja, Beachtung zu schenken und so gleicht sich das dann spätestens über die Jahre wieder aus. Bei ganz teurem Material aus Japan gucken wir natürlich noch mal viel genauer, ja, was wir da einkaufen. Aber das ist dann schon eine sehr persönliche Selektion. Da kommt nichts hier irgendwie an, was wir nicht genauestens beurteilt haben. Bei günstigerer Ware, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie 30 Apfelbäume in einer gewissen Preiskategorie kaufen, dann sind da natürlich schon Unterschiede dabei. Was aber auch auffällt ist, was mir vielleicht jetzt persönlich nicht gefallen hat, heißt noch lange nicht, dass es einem Kunden nicht gefällt. Also das heißt, nur weil ich ein gewisses Auge habe und vielleicht auf bestimmte Merkmale achte, ist es nicht so, dass es bei den Kunden genauso ist und deswegen ist es auch schön, sowas eben hier zu haben. Von daher, ja, natürlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine gute Qualität und wie gesagt, wenn es hier stehen bleibt, dann entwickeln wir die Pflanze sowieso weiter. Im Grunde kommt ihr knapp 30 Jahre zu spät an den Niederrhein. Ich bin schon weg. Aber trotzdem stellt sich mir die Frage, warum habt ihr euch für diesen Standort entschieden? Da kann man einfach sagen, der Hauskauf war hier entscheidend und dann ist erst alles losgegangen, diese 2000 oder knapp 2000 Quadratmeter, die waren hierfür entscheidend. Die Lage ist ganz gut. Wir sind direkt an der niederländischen Grenze. Das heißt, wir haben sowohl Niederländer, Belgier als auch
deutsche Kunden, was ein ganz spannender Mix ist, auch wenn wir hier einen Workshop haben, zum Beispiel mit dem Marc Nolenders, der sehr gut Deutsch spricht, und trotzdem haben wir dann Belgier dabei, Niederländer dabei, und wir versuchen uns alle gut zu verständigen, teilweise dreisprachig hier mit Deutsch, Englisch, Niederländisch. Das macht sehr viel Spaß, und wir haben schon eine super Lage für Bonsaianer. Wir sind nahegelegen an Roermond. Da sind auch viele, die hier auf einem Shopping-Trip, das ist ganz bekannt für das Outlet-Center, wo vielleicht irgendwie ein Ehepartner gerne shoppen möchte und der andere sagt dann, okay, aber dann möchte ich nochmal bei Black Label Bonsai vorbei. Hatten wir schon mehrmals jetzt hier. Von daher eine gute Lage, direkt an der Autobahn, also Autobahnabfahrt, und dann ist man in weniger als 5 Minuten hier, A52. Von daher, über unseren Standort können wir nicht meckern. Aber es war keine bewusste Wahl, sondern einfach hier die Entscheidung, mit dem Garten oder hieraus was zu entwickeln. Haben aber sehr viele Vorteile. Die Nähe in die Niederlande ist sehr gut, die Nähe zu Belgien ist sehr gut. Genk, quasi Europas Bonsai-Hauptstadt, ist eine Dreiviertelstunde hier entfernt. Wir sind da schon sehr, sehr gut gelegen. Hier in der Ecke kennt man auch Bonsai. Wir sind nicht weit weg von Düsseldorf, wir sind nicht weit weg vom Ruhrgebiet, wir sind nicht weit weg vom, vom Niederrhein hier. Also hier gibt es schon einige Leute, die irgendwie was mit Bonsai zu tun haben, was mit Bonsai machen. Und das kommt uns natürlich zugute, weil die Leute auch mal schauen, was gibt es hier Neues. Und dann sind alle eigentlich begeistert hier von unserem Garten, was wir schon in der kurzen Zeit hier geschaffen haben. Und auch besonders wir arbeiten halt immer weiter an der Anlage auch, an der Ausstellung, an den Präsentationen, und dadurch gibt es immer wieder was Neues zu sehen, und die Leute sind halt begeistert auch von der Entwicklung, dass sie das hier mitbekommen. Schauen wir mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit und anschließend ein bisschen vorwärts in die Zukunft. Welche Herausforderungen und auch welche Erfolge hat Black Label Bonsai in der Vergangenheit gefeiert? Also besonders stolz bin ich auf jeden Fall auf das Kundenfeedback. 4,8 Sterne bei Google-Rezensionen, und das, was irgendwie negativ ist, da war einmal eine Fake-Bewertung, die ich nicht rauslöschen konnte. Also da hatten wir nicht mal geöffnet und hatten schon irgendwie einen Stern. Das war ganz witzig. Ansonsten, ich glaube, einmal für Indoor-Bonsai fühlte sich hier nicht gut aufgehoben. Und ansonsten erwähnen alle eben den guten Service, den wir hier bieten, und das kommt natürlich auch dadurch, dass ich hier den René festangestellt habe, einen wirklichen Fachmann und Kenner, gerade was Bäume angeht, eben nicht nur Bonsai, seit 20 Jahren Bonsai macht, aber eben auch diesen ganzen Know-how aus den Baumschulen, aus seinem Studium, aus seiner Ausbildung, eben mitbringt, was ein sehr, sehr großer Vorteil hier für unsere Kunden ist. Also da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Schau mal in die Zukunft. Welche Herausforderungen seht ihr da? Was habt ihr euch überlegt für die Zukunft, um Black Label Bonsai noch erfolgreicher zu machen? Mit Marc Nolenders hatten wir letztes Jahr den ersten Workshop, überhaupt erst einmal einen Workshop hier gemacht. Dieses Jahr jetzt dreimal, dass wir gesagt haben, er kann eigentlich unsere Leute auch so ein bisschen begleiten, oder die Leute können zu verschiedenen Jahreszeiten, Monaten eben hier mit Marc Nolenders arbeiten. Eine belgische Bonsai-Koryphäe hat mit John Naka zusammengearbeitet und vielen, vielen anderen. Er wird weltweit gebucht, aber wir haben eben auch das Glück, dass er in nicht mal einer Stunde Fahrzeit hier bei uns ist und deswegen auch sagt, okay, ihr habt einen coolen Laden, ich finde es cool, was ihr macht, ihr seid am Anfang, ich würde es unterstützen, und hat einen sehr vollen Terminkalender, aber kommt hier eben dreimal im Jahr jetzt hin, um unsere Kunden auch zu begleiten. Schaut mal auf unserer Webseite nach, die Termine sind veröffentlicht und wir haben auch noch Plätze frei. Wir haben über die Vergangenheit und über die Zukunft gesprochen. Jetzt mal zurück in die Gegenwart. Gibt es aktuell Aktionen, von denen meine Zuschauer hier auf dem Kanal profitieren könnten? Die Entwicklung der Zukunft ist definitiv dieser BLB Club, unsere Stärken weiter ausspielen und zufriedene Bonsaianer eben hier im Hobby zu begleiten, in allen Steps, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, der wirklich einen Premium-Baum will, wo er mit auf Ausstellungen kann. Da machen wir hier auch wirklich die komplette Klaviatur. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieser Black Label Club, der BLB Club, ein Tool, ein Werkzeug zur Kundenbindung durch nachweislich hohe Kundenzufriedenheit, sodass das nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis von euch ist. Ja, wir stellen die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt, das sagt ja jeder, sondern ihr macht es so, dass es messbar und nachvollziehbar für euch und für den Kunden wird. Ist das so?
Genau das ist der Ansatz. Also ohne unsere Kunden macht das hier einfach gar keinen Sinn. Also wir haben super viel Spaß daran, an dieser persönlichen Beratung. Wir verschicken teilweise Bäume online, die wurden verkauft, 5, 6, 7, 800 Euro, 1000 Euro. Die Leute haben wir nicht gesprochen. Und trotzdem ist es uns sogar lieber, wenn die Leute uns ansprechen. Viele waren überrascht, die haben irgendwas bestellt, zum Beispiel einen Apfelbaum, wo wir eben auch sagen, hey, wir haben hier so viele davon, das ist 99 Euro Ware, dann ja, wird einfach bestellt und die Leute vertrauen uns da blind, dass die Qualität auch passt. Sagen vielleicht irgendwie eher was Richtung Schalenfarbe, was denen passt. Und dann sind die häufig ganz verwundert, wenn wir auch nochmal anrufen und nachfragen, ne, oder sagen, hey, ich kann dir auch gerne mal drei Bilder schicken, dann kannst du selber aussuchen. Also dieser persönliche Kontakt ist uns super wichtig, wollen wir weiter stärken. Auch natürlich positive Rezensionen sammeln, um einfach auch der Bonsai-Welt zu zeigen, dass wir ein verlässlicher Partner für jeden Bonsaianer sind. Für euch ist die Kundenzufriedenheit sehr wichtig, das ist nachvollziehbar. Für den Kunden ist es heutzutage immer wichtiger, dass auch die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz in dem Unternehmen großgeschrieben werden. Was tut Black Label Bonsai denn in diesem Zusammenhang? Wie setzt ihr euch dafür ein, dass diese Kriterien auch zur Zufriedenheit der Kundschaft und hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit natürlich und der Umwelt, erfüllt werden? Nachhaltigkeit ist definitiv ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auch unsere Teiche hier am Laufen, die sowieso mit sehr, sehr energiesparender Technik ausgestattet sind. Alles in Schwerkraftsystem. Also ich gehe jetzt gerade darauf ein, weil das eben unser Energiefaktor ist, den wir hier brauchen. Also wir verbrauchen sehr, sehr wenig. In meinen Lehrgängen, die ich gemacht habe für diese ganze Teichgeschichte, nach Paragraph 9, für eben, dass man einen Sachkundenachweis hat im Bereich Teichfische. Das habe ich gemacht Anfang letzten Jahres. Habe ich mit anderen Händlern gesprochen und wir haben so ein bisschen unsere Energiewerte verglichen und ich habe also bedeutend weniger Energie gebraucht als alle anderen, eben durch diese gute Planung. Dann haben wir auch letztes Jahr eine Solaranlage, also PV-Anlage installiert, um diese Energie aufzufangen. Bei der Pflanzenauswahl kann man natürlich darauf achten, dass wir viele Sachen eher aus Europa bestellen, wenn die Qualität vergleichbar ist mit der aus Japan. Wir sind natürlich in einem, ja, Luxussegment. Bonsai braucht man nicht zum Überleben. Es ist eben eine sehr schöne Sache und deswegen ist man da natürlich auch schon mal bereit, eben besonders gute Premiumware zu importieren aus Japan, aus Korea. Und trotzdem achten wir darauf, gerade bei Rohware, wir kaufen lokal ein, häufig hier bei wirklich Baumschulen. Hier sind wir bekannt, in der ganzen Region hier, wo wir persönlich hinfahren, uns austauschen, wissen, wo wir was bekommen und natürlich immer diese Goldstücke raussuchen müssen, die natürlich nachher irgendwie das Potenzial haben zum Bonsai. Aber wir haben natürlich auch ein paar Pflanzen, Bäume wie Ahorn, wir haben Ginkgos da, die wirklich nicht dafür ausgelegt sind, irgendwann mal Bonsai zu werden, sondern auch für die Gartengestaltung, weil das unsere Kunden natürlich auch fragen. Wie kann ich meine Ecke hier schön machen? Wir haben Bodendecker, wie zum Beispiel Schlangenbad oder sowas. Ja, das können wir auch in großem Stil besorgen. Und das kommt eigentlich alles lokal hier von unseren ganzen Connections, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Also Lokalität, energieschonend zu sein und natürlich auch darauf zu achten, wo man die Ware eben oder die Bäume herbekommt, ist ganz wichtig. Also es gibt schon verschiedene Themen, auf die wir beachten, um einfach möglichst nachhaltig zu sein, auch wenn wir wissen, dass wir mit dem Thema Bonsai und Japan sicherlich natürlich irgendwelche Importe produzieren werden. Ich weiß jetzt schon aus unserer Kommunikation, aus unserem Schriftverkehr über die verschiedenen Kanäle, dass ihr euch für die Zuschauer und Abonnenten dieses Kanals ja ein ganz besonderes Zuckerl ausgedacht habt. Ja, da gibt es Gratisbäume bei den Bestellungen, da gibt es ein Maßband, was dazugelegt wird. Und das Ganze findet dann statt mit dem Kennwort Steiermark auf eurer Bestellung. Ja, also wenn ihr bei Black Label Bonsai im Online-Shop oder per E-Mail bestellt, ja, dann gebt das Passwort Steiermark an und dann bekommt ihr diesen extra Rabatt und auch diese Goodies, solange der Vorrat reicht. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie die Zusammenarbeit so aus eurer Sicht mit diesem Kanal aussehen wird?
Ja, die Zukunftspläne mit dem Kanal, definitiv. Also erstmal schön, Holger, für die, die es nicht wissen, kommt hier aus unserer Region eigentlich. Ja, seine alte Heimat ist ganz nah hier bei unserer, von daher haben wir da schon eine Verbindung. Anfänger im Bonsai wollen wir sehr, sehr gerne begleiten, weil das eben auch ein sehr, sehr spannender Prozess ist, eben mit den Workshops, mit dem BLB-Club. Also von daher, ich kann das nur wiederholen, macht da mit, ihr könnt ordentlich sparen. Und wir werden uns auch ein besonderes Angebot hier für alle Videozuschauer ausdenken. Da denken wir an Richtung Ahorn. Da werden wir einen Code aufsetzen, alleine für diese Videozuschauer, die den dann wissen, einsetzen können und zudem nochmal sparen, weil sie bei dem Kauf sogar mit Rabatten nochmal Punkte bekommen werden. Also ein ganz spannendes Angebot, was dann eben den Bonsai oder Prä-Bonsai 20% günstiger macht für euch. Also da auf jeden Fall schon mal ein super Angebot für den Kanal. Auch das Sortiment wird hier ständig erweitert. Also wir haben gerade auf der Trophy viele neue Künstlerschalen bekommen von Töpfern, die wir schon kennen. Roman Hussmann, Kai Sperling. Da haben wir eigentlich immer Schalen da, aber eben zuletzt auch sehr wenig. Jetzt ist wieder Umtopfsaison, wir haben neue Schalen, aber auch ganz interessant von Marian Mürth und von Christian Kannenberg. Also wunderschöne Schalen habe ich auf der Trophy gesehen, schon letztes Jahr auf der Trophy mit denen gesprochen und dieses Jahr habe ich gesagt, so, wir testen das jetzt aus. Wir nehmen Schalen mit hier an den Niederrhein und gucken, ob das hier läuft. Tradition heißt ja nicht, die Asche zu bewachen, sondern das Feuer weiterzureichen. In diesem Sinne, wie steht ihr zu dem Verhältnis von Tradition und Innovation? Wie kann ich, oder anders gefragt, kann ich mit meinem traditionellen, japanisch gestylten Nadelbaum ebenso zu euch kommen wie mit meinem Laubbaum, der in Fairy Tale Style à la Walter Pall gestaltet ist? Und bin ich in jedem Fall gut aufgehoben bei euch oder habt ihr euch für eine Seite entschieden? Ja, Innovation, ich weiß nicht, also wir sind ja schon eine sehr traditionelle Branche mit Bonsai. Es geht ja schon auch um Kultur und Werte, die wir teilweise aus Japan eben übernehmen. Ich finde es auch ganz spannend, eben diese deutsche, europäische Sicht und Komponente mit reinzubringen. Von daher sind wir offen für alle Stile. Wir sind sowohl für das Klassische als auch für Neues offen. Ich würde das niemals irgendwo sagen, das und das ist der richtige Weg für Bonsai. Also generell sind wir für alle Innovationen offen. Egal was passiert im Markt, was irgendwie interessant ist, auch für unsere Kunden, wollen wir gerne hier selber ausprobieren und eben auch unseren Kunden dann anbieten, wenn das funktioniert. Ansonsten ist es natürlich eine sehr traditionelle Branche und es wird auch immer noch diesen alten, traditionellen Stil geben. Das ist das besonders Spannende an Bonsai, dass es eben so vielfältig ist. Und wir als Geschäft werden uns da nicht vor verschließen, aber genauso auch eben nicht die Traditionalisten da vernachlässigen. Natürlich gibt es Menschen in anderen Ländern, die tendenziell bereit sind, viel mehr Geld zu zahlen als wir Europäer oder auch sogar vielleicht besonders wir Deutschen. Und das sorgt natürlich dafür, dass sehr, sehr gute Bäume einfach aus Japan in andere Länder gehen. Aber ein anderer Trend, der definitiv zu beobachten ist, weil das eben auch der Fall ist in Deutschland, wird hier sehr viel geschult und die Bonsaianer bilden sich selber sehr, sehr gut weiter. Von daher ist natürlich gutes Rohmaterial, gutes Ausgangsmaterial, was auch definitiv hier zu finden ist, auch was Yamadori angeht, natürlich auch ein ganz spannendes Thema, solange das eben auch verantwortlich gemacht wird. Da stehen wir, glaube ich, nichts hinterher. Und trotzdem, klar, ist es schwer, an gute Bäume zu guten Preisen in Japan zu kommen. Und wer das eben haben möchte, muss auch dementsprechend bezahlen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, sich die Fähigkeiten selber anzueignen und eben viel Zeit mitzubringen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir Bonsaianer sollten natürlich Geduld haben und unsere Fähigkeiten aufbauen. Und so kommen wir dann mit den Jahren natürlich dahin. Ich sage eigentlich auch immer, bei Bonsai kauft man vor allen Dingen Zeit, natürlich aber auch Fähigkeiten, die man in einer gewissen Zeit lernen könnte.
Und was natürlich auch wichtig ist, also es bringt nichts, mit irgendwie schlechtem Rohmaterial anzufangen, also in Anführungsstrichen schlechten. Man wird halt aus einem Esel kein Rennpferd machen, auch wenn man es viel trainiert. Von daher, wer wirklich hochwertige Bäume eben haben möchte oder eben sehr, sehr gute Bäume haben möchte, muss auch bei Rohmaterial schon gut investieren, um einfach wirklich dann irgendwann einen Top-Top-Baum haben zu können. Und selbst wenn das gar nicht das große Ziel ist, sondern einfach eine eigene Freude an dem Machen von Bonsai, an dem Anschauen und dem eigenen Fortschritt ist, ist es eben auch vollkommen in Ordnung. Also wir sind hier kein Hardliner-Betrieb, die irgendwie sagen, hier muss alles auf Ausstellungsreife sein oder alles muss nach Lehrbuch sein oder alles muss hier komplett naturalistisch sein oder sowas. Komplett offen, was das angeht. Und wenn es eben keine gute Ware aus Japan mehr gibt zu guten Preisen oder das in Deutschland halt nicht akzeptiert wird, dann gibt es andere Möglichkeiten, wie eben europäische Bäume zu nutzen. Aber wir sind da, wie gesagt, auch nicht auf eine Sache spezialisiert, sondern reagieren auch so ein bisschen darauf, was unsere Kunden uns sagen. Einige Zuschauer und auch die Mitglieder wissen das. Ich arbeite im pädagogischen Kontext als pädagogische Fachkraft in Kindergärten, Schulen, als Schulassistent. Und deswegen muss ich das natürlich fragen, auch weil meine eigene Tochter, die ist jetzt 8 Jahre alt, schon regelmäßig mit zu unseren Bonsai-Arbeitskreistreffen geht. Sie hat eine eigene kleine Sammlung, die ihr anvertraut ist. Und das interessiert mich natürlich eben sowohl also beruflich, ja, als auch als Vater. Wie seht ihr euch da in der Verantwortung für den Nachwuchs? Es gibt ja nicht nur erwachsene Bonsai-Spieler. Wie ist euer Verhältnis zu Kindern, Jugendlichen und dem Nachwuchs? Was wir gemerkt haben, ist, dass wir Anlaufstelle werden für Bonsaianer, die Bonsai schon ewig gemacht haben, selbst hier wirklich in Niederkrüchten, in Elm, in den Nachbarorten und niemals irgendwo Anschluss hatten vorher zu einem Bonsai-Geschäft, zu unserem Arbeitskreis, den wir hier aufgebaut haben, wo man sich über Bonsai austauscht. Also das heißt, für diese lokale Bonsai-Community sind wir schon Anlaufstelle geworden. Letztes Jahr wollen das natürlich noch weiter ausbauen. Soziale Verantwortung werden wir sicherlich noch fördern, auch bei irgendwelchen Anfragen einfach schauen, was man machen kann. Wenn irgendwo eine Schule oder ein Kindergarten das hier besichtigen wollen würde und was darüber lernen wollen würde, würden wir uns natürlich nicht dafür verschließen. Ja, ist es einfach wahrscheinlich eher geschuldet, dass wir eben ein sehr neues Unternehmen sind und hier so viele Baustellen haben, dass wir einfach noch nicht so viel nach außen gucken wie nach innen gerade. Ganz anderes Thema. Kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Wie nutzt Black Label Bonsai die Digitalisierung und moderne Technologien? Digitalisierung ist bei uns ein Thema. Unsere Webseite, das ganze Bestellmanagement, wie dann hier verpackt wird. Jetzt durch den Black Label oder BLB Club, wie wir das abgekürzt haben, gibt es eben wiederum eine Software auf der Webseite, die die Punkte automatisiert zuweist bei Käufen online. Wenn du vor Ort kaufst, können wir manuell dir diese Punkte hinzufügen, die dann eben zum Rabatt führen. Also es gibt E-Mails, die wir schicken an unsere Kunden. Es gibt E-Mail-Automatisierungen, wenn der Versand dann losgeht, dass eben ja, da die Infos auch schnell an den Empfänger gelangen, da ist natürlich ist schon ein großer Punkt. Auch Social Media nutzen wir natürlich ganz arg hier auf YouTube, Instagram, Facebook. Auf Facebook gibt es auch die Gruppe für alle BLB-Club-Mitglieder. Dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Mitglieder rein dürfen. Dann kann man uns natürlich auf WhatsApp sowieso schreiben für den Support. Also wir versuchen da auch kommunikativ schnell erreichbar zu sein über alle Kanäle. Von daher Digitalisierung, wichtiger Punkt und definitiv von Beginn an hier so ja, Einzug gehalten, einfach weil ich es natürlich auch kenne von meinem anderen Unternehmen. Zum Abschluss ein Ausblick. Welchen Rat hast du an angehende Bonsai-Spieler, an die Anfänger dieses Kanals, jemand, der sich erst seit einigen Wochen, Monaten oder vielleicht auch erst seit 2, 3 Jahren mit dem Bonsai-Hobby beschäftigt? Was würdest du raten? Was würdest du aus deiner Sicht vielleicht auch heute anders machen als zu deinen Anfängen?
Wenn ich mit Bonsai nochmal anfangen würde, dann wäre ich hier schon mal genau richtig. Also ich würde mir viele Informationen vorab besorgen, um erstmal wirklich zu entscheiden, ist das was für mich? Was sind so ein bisschen die Grundlagen? Von daher auf YouTube erstmal ein paar Kanälen zu folgen, sich ein bisschen was anzuschauen, Gestaltungen anzuschauen. Das ist so der erste Schritt, wenn die Begeisterung sozusagen da ist. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Von daher Schritt Nummer 1, ein bisschen Informationen besorgen. Ich stehe auch total auf Bücher und habe mir damals einfach wirklich von auf Kleinanzeigen hat jemand seine ganzen Bonsai-Bücher verkauft, wirklich im Wert von, das hätte mich 200-300 € gekostet. Ich glaube, ich habe 50 € bezahlt für alles mit Versand und hatte einen ganzen Haufen Bücher dann hier. Also das hat mir erstmal ja, das nötige Fachwissen gegeben, die Einschätzung anderer Bonsai-Profis eben. Und dann gibt es nichts Wichtigeres als anzufangen und Bonsai zu bearbeiten, zu drahten, zu schneiden, mutig zu sein, dir Fehler zu erlauben und das Material zu beschaffen. Natürlich am allerbesten beim Bonsai-Handel deines Vertrauens, ob online oder eben vor Ort. Wenn es vor Ort in der Nähe einen Laden gibt, mit dem du zufrieden bist, dann sollte das definitiv deine Anlaufstelle sein, macht vieles einfacher für dich. Wir versuchen natürlich auch online für alle in ganz Deutschland oder alle deutschsprachigen Menschen irgendwo Inhalte zu liefern, weiterzuhelfen, zu telefonieren. Schick uns ein Bild und wir sagen dir, was deine Pflanze womöglich hat und wie wir helfen können. Schick uns ein Bild und wir sagen dir, was deine Pflanze womöglich hat und wie wir helfen können. Das heißt, wir versuchen diesen Kunden Support auch natürlich online zu bringen. Dadurch können wir auch weitere Kreise bedienen als nur hier unsere Region. Und trotzdem, wie gesagt, einfach mal in einen Bonsai-Laden gehen oder eben zwei, drei Rohlinge kaufen. Vielleicht wirklich mal ein bisschen nach Lehrbuch schauen. Das ist eine Waldpflanzung, alles klar. Ich hole mir jetzt ein paar Stecklinge und pflanze die jetzt erstmal in eine Waldpflanzung und so weiter. Mich einfach diesen Themen annähern, wenn es darum geht. Was ich aber auch sagen muss, was für mich zum Beispiel wahrscheinlich anders als bei anderen ganz wichtig war, ich habe mir halt relativ schnell eben auch hochwertige Bäume gekauft damals. Ich hatte einen begrenzten Platz und ich bin halt sehr schnell darauf gekommen, auch als Anfänger noch. Ja, okay, wenn ich aber diesen begrenzten Platz habe, jetzt mir lauter Rohlinge hinzustellen, macht gar keinen Sinn. Das heißt, ich habe mich quasi selber so ein bisschen unter Druck gesetzt in diesem Hobby, indem ich Geld investiert habe, über 1.000 € für einen Baum, der mir halt auch richtig, richtig gut gefallen hat. Musste ich natürlich auch dabei bleiben. Und Gießen gab es nicht zu vergessen. Vielleicht hätte ich irgendwie einen Steckling aus dem Baumarkt, dann doch irgendwie wäre ich in Urlaub gefahren und hätte mich nicht gekümmert. Dadurch, dass ich selber in mich investiere, die Zeit eben in das Wissen, aber eben auch in vernünftige Bäume, Rohmaterial, vernünftige Schalen, tolle Schalen, Künstlerschalen, kann ich das Hobby einfach noch mal mehr zelebrieren, mich mehr damit auseinandersetzen und das Ganze bekommt auch einen wichtigeren Stellenwert in meinem Leben. Von daher wäre ich auch nicht zu ängstlich, in Sachen zu investieren, die dir gefallen. Natürlich sollte ich mir dann durchlesen, was sind eigentlich die Anforderungen, die ein Wacholder so hat an seinen Standort? Wie mache ich jetzt die grundlegendste Pflege, wenn der schon vorgestaltet ist? Okay, jetzt habe ich Premium-Rohmaterial. Wie fange ich an? Am besten gehe ich dann damit erstmal zu einem Workshop, investiere quasi nochmal in mich und mein Wissen und lasse es mir professionell nochmal erklären und wirklich gemeinsam umsetzen. Das sind, glaube ich, die Schritte, die ich einem Anfänger mitgeben würde. Und die einen dann auch wirklich sehr, sehr schnell besser werden lassen, wenn man das möchte. Ich erlebe hier auch Leute, die machen seit 30 Jahren Bonsai und haben ihren Stil und denen geht es null darum, irgendwelche japanische Ästhetik zu treffen oder irgendwie was ganz Ausgefallenes zu machen, sondern die wollen einfach nur gesunde Bäume, die denen gefallen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also vielleicht beginnt es so ein bisschen damit, sich selber einzuschätzen, aber dann auch vielleicht nicht die Entwicklung zu behindern, quasi, wenn man doch merkt, hey, eigentlich, ich habe jetzt zwar einen ganzen Balkon oder ich habe meinen ganzen Garten voller Rohlinge, aber das gefällt mir nicht mehr, dann würde ich hingehen, alles auf Kleinanzeigen setzen und dann sagen, okay, ich will jetzt von dem Geld, von meinen 50 Prä-Bonsai, hole ich mir 5 richtig schöne Bonsai, die mir gefallen.
und komme so quasi aufs nächste Level. Vielen Dank, lieber Marco. Ja, lieber Zuschauer, wenn dir das Interview gefallen hat, dann solltest du unbedingt auch die anderen Interviews hier auf diesem Kanal angucken. Die Playlist dazu heißt Astreine Gespräche. Ich habe dort schon mit anderen Experten und Koryphäen Interviews geführt. Und wenn du die alle aufmerksam dir anschaust, dann ist das ein unglaublicher Fundus an Tipps, Tricks und Hinweisen zu einzelnen Baumarten, zu einzelnen Stilrichtungen, aber auch zum Hobby allgemein, von Werkzeug bis hin zu ja, Pflege von unterschiedlichen Arten, also die ganze Bandbreite eigentlich. Ansonsten freue ich mich natürlich ein Abo, wenn du ein Abo da lässt, einen Daumen hoch, hilft mir nicht, hilft aber YouTube, dir in Zukunft mehr solcher Inhalte vorzuschlagen. Klicke dieses Video an, um zu der Playlist mit den anderen Interviews zu kommen und klicke dieses Video hier oben an, um zu erfahren, wie du an den 150 Euro Gutscheingewinn kommen kannst. Bis zum nächsten Mal.